Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner live und wir bleiben natürlich beim alles bestimmenden Thema, bei der Neuwahl in Österreich. Wie geht es überhaupt in der österreichischen Innenpolitik weiter? Aber natürlich auch beim Ibiza-Video. Wer steckt denn nun wirklich dahinter? Auch da tauchen ja, muss man sagen, fast stündlich neue Spekulationen auf. Und heute wird es, glaube ich, besonders hitzig bei unserem Duell. Sebastian Born-Mehner, hallo. Hallo. Und Gerald Gross. Servus. Hi. Ich glaube, das Thema birgt an sich schon genug Zündstoff, aber wenn ihr beide diskutiert, dann kann es ja eigentlich nur explodieren. Aber starten wir vielleicht einmal kurz mit dem Video. Ja, gestern Freitag wurde das veröffentlicht, hat zu einem politischen Erdbeben geführt in diesem Land. Ich nehme an, du fühlst dich ja bestätigt, weil es ist ja oder beinhaltet ja vieles, was du ja ohnehin immer wieder auch hier in den Diskussionen gesagt hast, oder? Absolut. Also ich glaube, das, was Van der Bellen als ein Sittenbild bezeichnet hat, glaube ich, kann eher als ein Sinnbild für freiheitliche Politik verstanden werden. Was man jetzt keinesfalls zulassen darf, ist das, was Leute wie Ewald Stadler, aber sicher auch Gerald Gross und andere versuchen werden, nämlich den berühmten 170.000. Einzelfall herauszurufen und zu sagen, das war absoffene Geschichte, das war erklägte Geschichte. Natürlich ist interessant und muss sich auch die Frage gestellt werden, wer hat das Video in Auftrag gegeben, wer hat was davon, das ist alles, warum dieser Zeitpunkt, das ist alles wichtig und sollte auch geklärt werden. Eines darf aber trotzdem nicht vergessen werden, da hat die Spitze der Freiheitlichen Partei Österreich und seine Menschen zum Verkauf angeboten. Vollkommen ungeniert, völlig vertrottelt, aber die kriminelle Energie dahinter ist durch die Idiotie, die damit verbunden ist, nicht geschmälert. Und ich glaube, das ist das, was wir im Fokus behalten sollten. Und eine Frage sollten wir uns auch stellen, da bin ich nämlich ganz bei Pamela Rendi-Wagner. Wir sollten auch nicht zulassen, dass Sebastian Kurz sich jetzt davon stiehlt aus seiner Verantwortung. Er hat diese Menschen in die Regierung geholt. Er hat die FPÖ an den Tod gelassen, wissend, was 2000 bis 2005 passiert ist, wissend, wie diese Partei innerlich aufgestellt ist, wissend, was für einen Hang sie zu Korruption und Ausbeutung unseres Landes haben. Jetzt auf einmal sich hinzustellen und zu sagen, das habe ich ja nicht gewusst, wer hätte das wissen können und er hat so oft schlucken müssen wegen den rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Aussagen. Nein, da muss man Sebastian Kurz auch in die Verantwortung nehmen und deswegen finde ich es richtig, dass nächste Woche der Misstrauensantrag gestellt wird und ich finde es richtig, dass man Sebastian Kurz nicht die Möglichkeit gibt, jetzt 6 Monate auf Kosten der Steuerzahler Wahlkampf zu machen. Da sprechen wir eh gleich drüber über die ganze Neuwahl, aber bleiben wir noch kurz beim Video. War das jetzt eine besoffene Geschichte, wie der HC Strache gesagt? Wie siehst du das, Gerald? Oder war es wirklich eine üble Falle, in die er da gelockt wurde? Es war alles. Es war widerwärtig, was wir hier auf dem Video sehen, ohne Zweifel. Und es gibt keinen vernünftigen Menschen in diesem Land, der das Gesprochene teilen kann. Aber es war ein Einblick in das System, wie Politik funktioniert. Und wenn Sebastian Born-Mehner den 100. Einzelfall strapaziert, ja, dann ist es der 100. Einzelfall nach Mensdorf BI, ÖGB, AKH, Noricum, Lucona, Eurofighter, Strasser, Grasser, Babak, Bubok etc. Diese Republik wird, egal welche Partei es betrifft, in zeitlichen Abständen von Skandalen erschüttert, denn wo Politiker sind, Menschen sind, blickt man auch in die charakterlichen Abgründe. Das legitimiert aber nicht aus meiner Sicht diese Verwerfung, diese moralische Verwerflichkeit von 2 Personen, eine Staats- und Regierungskrise für 8 Millionen Österreicher auszulösen. Das, was hier nicht nur passiert ist, vor einer Woche am Freitag, dass wir gesehen haben, wie Politik funktioniert und sich die breite Masse mit Grauen im Übrigen abwendet, legitimiert nicht, dass das noch aufgetoppt wird durch den Bundeskanzler, der daraus eine parteipolitische Strategie fährt, um sich 3-4% mehr bei einer Wahl zu erhoffen und dieses Land in Unglück stürzt. Denn 8 Millionen Österreicher warten, wo die Steuerreform sind, 8 Millionen Österreicher warten, wo die Erhöhung der Mindestsicherung, der Mindestpensionen, die Reform der Sozialversicherungsträger sind und dieses Land ist mit dem heutigen Tag im Stillstand. Und heute wurden 4 oder 5 verwackelte Beamte angelobt und jetzt sind wir die Beamtenrepublik. Erstmalig in der Geschichte. Seit 1945 haben wir eine Staatskrise, weil ein Bundeskanzler in einer schwierigen Situation nicht souverän und erwachsen reagiert,
sondern wie ein billiger Parteistratege und Parteisekretär agiert. Und jetzt sage ich etwas Persönliches zu mir. Ich habe 2017 Sebastian Kurz gewählt bei der Nationalratswahl und Barbara Krenn, Gott hab sie selig, mit Vorzugsstimme aus der Steiermark. Und ich bin als Wähler, der Sebastian Kurz in seiner bürgerlichen Mehrheit für Österreich unterstützt hat, und da unterscheiden wir uns, Sebastian Bornmänner. Sie wollen eine linke Regierung, ich wollte immer bürgerlich-rechte Regierung. Das ist ja legitim. Aber ich bin enttäuscht. Denn ich hätte mir erwartet, dass dieser Bundeskanzler souverän agiert, Norbert Hofer mit der Vizekanzlerschaft beauftragt, natürlich zu einem nötigen Reinigungsprozess in der Regierung beitragt, auch zu einer nötigen Aufklärung, nicht über den Innenminister, sondern die Ermittlungsbehörden sind aus Justizministerium, das ist der Herr Plastiksack halt schon mal im Übrigen, und dass dann die Regierung fortgesetzt wird und Stabilität garantiert wird. Und was passiert? Wir meinen Stillstand nicht über 3 Monate, über 6 Monate. Und das ist noch gut geschätzt, weil wir nicht wissen, wenn eine neue Bundesregierung installiert wird, weil es wird ja wohl keiner glauben in der Republik, dass der Sebastian Kurz eine Alleinregierung mit 50% und einer Stimme in Zukunft führt. Wo sind die Partner? Wo sind die Alternativen? Die Roten verprellt auf alle ewigen Zeiten. Okay. Die Blauen in Wahrheit den Blauen den Tritt gegeben, obwohl es da durchaus vernünftige und gute Minister gegeben hat, wie Kickl, wie Hofer, wie Kneißl, wie Hattinger und wie sie alle geheißen haben. Also mit wem will er jetzt noch regieren? Mit dem Peter Pilz? Du, bleiben wir nur noch mal, bevor ihr wollt über die Neuwahl reden, können wir auch gleich und das ganze Politische, aber bleiben wir noch kurz beim Video. Wer steckt denn deiner Meinung nach hinter diesem Video? Da gibt es ja unterschiedliche Spekulationen derzeit, die kursieren. Wo führt die Spur hin? Also, noch einmal, erster Punkt. Das, was wir im Video gesehen haben, ist verwerflich. Ich verteidige nicht, was wir gehört haben. Zweitens sage ich aber Folgendes. Es wurden 2 Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, das waren sie damals, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, 2 Amtsträger der Republik, mit einem großen Lauschangriff behandelt. Das heißt, es wurde in geheimdienstlicher Manier 2 Abgeordnete in Spanien ausgespäht und die Ermittlungsbehörden in Österreich wie Staatsanwaltschaft, BVD und alle sehen darüber hinweg. Ich schaue mal an, wenn wir dann einmal den Herrn Bundeskanzler ausspähen oder die Vizekanzler oder andere Regierungsmitglieder oder Politiker und Videotapes von ihnen veröffentlicht werden oder von Journalisten, wie dann der Aufschrei groß wäre. Es ist ein Skandal, nicht nur was gesehen worden ist, aber das ist erledigt durch den Rücktritt der beiden Herren. Es ist ein Skandal, dass so eine Ausspähung, so ein Lauschangriff gegenüber 2 Politikern überhaupt möglich ist. Ich glaube, ich hoffe, darüber sind wir uns einig. Und das, was wir heute sehen, wir haben es in der Tageszeitung Österreich, wir haben es im Bild, wir haben es im Kurier, wir haben es in Presse, es poppt auf, es wird einschlagen und ja, es wird noch vor der EU-Wahl ruchbar werden. Die Hintermänner kommen vor den Vorhang. Aber siehst du einen politischen Hintergrund, siehst du einen geheimdienstlichen Hintergrund, einen Unternehmer? Also ich glaube nicht, dass Kottan ermittelt mit Schlapphut sich hier abgespielt hat und weiß ich nicht, der CIA oder der Mossad hier dahinter stecken. Ich glaube auch nicht, dass es die Freimaurer oder sonstige Verschwörungs- und ich setze auch jetzt nicht den Aluhut auf. Ich glaube, dass es eine rein parteipolitisch aufgestellte Falle war. Wir haben einen Wiener Anwalt, R.M., mehr sage ich nicht dazu, der zufälligerweise auch ein Waxing-Studio betrieben hat. Wundert mich, dass die Olga aus Novosibirsk so schlechte Zehennägel gehabt mit hat. Mit der Krone, muss man sagen, gemeinsam mit der Krone. Ich möchte ja gar keinen Namen nennen, das obliegt den Ermittlungsbehörden. Ja. Im Übrigen handelt es sich ja bei diesem Delikt um Hochverrat und Landesverrat, Abgeordnete auszuspähen. Also das ist ja jetzt strafrechtlich höchst brisant und also da möchte ich gar nicht zu tief hineingreifen. Dann haben wir eine Münchner Detektei, deren Name bekannt ist, der Inhaber bekannt ist, der in Wien einen Wohnsitz hat, beste Kontakte zum ehemaligen Pressesprecher der ÖVP pflegt, der Steirischen Volkspartei, der Wiener Volkspartei, der in einem Ministerium gesessen ist. Wir haben dann noch einen windigen PR-Berater im Umfeld des Bundeskanzlers, der seit Tagen nicht mehr auffindbar ist, seine Tweets löscht. Dieser Anwalt, die Drehscheibe, löscht überhaupt seinen Twitter-Account. Ich stelle nichts fest, ich behaupte auch nichts, das steht mir ja nicht zu. Ich stelle nur Fragen. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, kennt der Herr Bundeskanzler diesen R.M.? Kennt er dessen Miteigentümerin vom Waxing-Studio? Das hätte ich noch gewusst. Ist ihm der Herr B.B. bekannt? Hat er jemals für ihn oder seine Partei gearbeitet? Und warum hat sich der Reinhold Mitterlehner damals für dieses Waxing-Studio so eingesetzt? Und stimmt es, dass dieser Anwalt R.M., der Kanzleikonzipient von einem hochrangigen SPÖ-Anwalt L. ist?
Diese Fragen werden die Republik die nächsten Tage beschäftigen und jetzt sage ich Folgendes. Es wird ruchbar werden, also Geheimnisse kann man nicht verheimlichen. Es kommt das Böse, das Charakterlose, der Morast kommt immer an die Oberfläche. Das wird in diesem Fall auch so sein. Und dann werden die Leute vor den Vorhang kommen und dann wird man sehen, da hat ein System Anfang 2017 Folgendes vorbereitet. Und die Wahrheit ist, Heinz-Christian Strache hat sich damals mit Christian Kern getroffen, noch bevor auf Neuwahlen waren etc. Und da sind halt einige in dieser Republik nervös geworden und haben geglaubt, über Heinz-Christian Strache Material sammeln zu müssen, falls es zu Neuwahlen kommt. Die Neuwahlen sind gekommen, zufälligerweise war der damalige Oppositionschef in der Rolle eines Vizekanzlers und jetzt haben wir eine Richtungsentscheidung in 4 Tagen, alle sprechen vom Rechtsrutsch in Europa und jetzt hat man 10 Tage vor der EU-Wahl die Bombe platzen lassen und da ist viel Geld gelaufen, die Süddeutsche Zeitung soll ihre Buchhaltung einmal lüften, dann werden wir sehen, an wen in Wien überwiesen worden ist. Na, selbstverständlich, Geld stinkt nicht, Pecunian und alle, sie kassieren alle. Heinz-Christian Strache hat in einem Satz in diesem Video richtig gehabt, der Journalismus, ich nehme die Tageszeitung Österreich aus, das sind die größten Prostituierten der Welt. Ich will aber das älteste Gewerbe der Welt nicht äußerst strapazieren, beleidigen. So, Sebastian Born-Mähler. Ja, also ich glaube, siehst du die Hintergründe? Na, das, was der Gerald Gross jetzt gerade gemacht hat, und das ist ja auch eine bewusste Strategie zu sagen, alles, was im Video besprochen wurde, ist mit dem Rücktritt von Gudenus und Strache gegessen. Und das, worüber wir reden müssen, wäre, was ist das Motiv hinter dem Entstehen des Videos und wer hat es gemacht? Nein, das sind auch Fragen, die wir klären müssen. Aber genauso wichtig ist die Frage, was von dem, was Christian Strache dort gesagt hat, stimmt eigentlich? Stimmt, hört ermittelt. Ja. Genau. Das ist immer ganz wichtig. Das muss, ja. Er hat dort Namen genannt von Firmen, von ob das jetzt aus dem Immobereich, aus dem Waffenbereich oder aus dem Glücksspielbereich ist, die angeblich schon bezahlt haben, nicht die vorhaben, sondern die es schon gemacht haben. Er spricht dort in einer Selbstverständlichkeit, als wäre das ein Konstrukt, das über Jahre schon geübt worden wäre. Und ich glaube, das ist das, was wir auch aufdecken müssen. Das wird nicht die Aufgabe des Gerald Gross oder von mir sein. Das wird die Aufgabe der beteiligten Journalistinnen und Journalisten sein, auch von euch, dem nachzugehen und zu schauen, was von dem, was gesagt wurde, und zwar weder lallend noch liegend, sondern stehend und über viele, viele Stunden sehr aufmerksam und auch sehr bewusst artikuliert, interessanterweise, trotz K.O.-Tropfen. Also was von dem, was dort gesagt wurde, hat eine Relevanz und ich meine damit nicht eine strafrechtliche Relevanz, denn als Politiker hast du dich nicht nur den Gesetzen zu verantworten, sondern auch den moralischen Maßstäben unserer Republik und den Wählerinnen und Wählern. Und egal, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, es ist jedenfalls moralisch verwerflich und jedenfalls politisch untragbar. Und genauso, wie wir diesen Inhalten nachgehen müssen, müssen wir auch der Frage nachgehen, wer hat davon profitiert? Das sind die Leute, die jetzt ein politisches Kapital daraus ziehen und das ist nicht die FPÖ. Ja? Selbst wenn es jetzt die Verschwörungstheorie gibt. Gerald Gross sagte, er vermutet da einen politischen Hintergrund. Du auch. Ja, also ich mit Sicherheit. Ich meine, was ist nicht politisch? Ja, die Frage ist nur, ist es ein Flügelkampf? Geheimdienstlicher, das hat der HC Strache zum Beispiel in seiner Pressekonferenz Rücktrittsrede gesagt. Halte ich für Schwachsinn. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, ob es vielleicht innerhalb der FPÖ Kräfte gab, die ein Interesse daran haben, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall zu bringen, um selber die Partei zu übernehmen, oder ob es Leute aus dem Umfeld von der ÖVP sind, wie jetzt gesagt wurde. Weil oder eines der ist, SPÖ. Oder der SPÖ, das glaube ich, ehrlich gesagt. Nein, das natürlich nicht. Nein, um Gottes Nein, ich glaub's nicht. Naja, natürlich glauben sie es nicht. Vielleicht es hätte mich auch gewundert, wenn sie es geglaubt hätten. Ich finde auch, man sollte die Rolle von allen Beteiligten da nochmal hinterfragen. Aber was schon auffällt, ist, dass überraschend viele Politikberaterinnen, die immer wieder auf der Payroll der ÖVP immer die gleichen. Sind immer die gleichen. Und die sind jetzt auch schon wieder dabei. Ja. Und da finde ich schon, da muss man die Frustration der Bevölkerung schon verstehen. Da wird nämlich wirklich eine Form von System sichtbar, das über Parteigrenzen hinweg sich ungeniert an Steuergeld bereichert, sich ungeniert an den Futtertrögen der Republik bereichert und da ist es vollkommen egal. Wir haben gewarnt, dass Schwarz-Blau die Drehtür zu Korruption darstellt. Ich glaube nur, dass es in anderen Regierungskonstellationen nicht anders läuft. Trotzdem müssen wir bei den Vorwürfen, die jetzt am Tisch liegen, bleiben, denen sorgsam nachgehen. Aber und gleichzeitig genauso einen Satz noch. Ja. Ich erinnere an das, was wir erlebt haben in Italien in den 90er Jahren.
Ich glaube, wenn man die Decke lüften würde in Österreich über das Parteiensystem, dann hätten wir genauso einen Zusammenbruch des österreichischen Parteiensystems, wie wir es in Italien gehabt haben. Du meinst, die ganze Politik ist korrupt? Nein, ich glaube, dass es in Teile der Politik gibt, die korrupt sind, einfach aufgrund der Struktur. Und ich glaube, dass dieses Video sinnbildlich für diese Machenschaften der Politik stehen. Und nicht sinnbildlich für den Alkoholismus des Heinz-Christian Strache. Das aber jetzt einmal grundsätzlich. Ja. Also wir sehen dort zwei lüsterne und halblustige Botschentouristen auf Ibiza. Ja? Die offenbar mit Wodka und Zigaretten und ich weiß nicht was aufmagaziniert dort nicht nur nicht strafrechtlich Relevantes gesagt haben, das steht ja mittlerweile fest, sondern moralisch Verwerfliches, das ist keine Frage. Aber wenn man sich das genau ansieht, und ich habe es mir genau angesehen, zumindest diese 6 Minuten, die wir von diesen 7 Stunden alle miteinander kennen, Jan, Biefke, Böhmermann, die Klöten klein, die Quoten lahm, kündigt ja schon wieder an, dass er neue Enthüllungen, auch sinnig, dass uns die Deutschen mittlerweile die Direktiven nach Österreich geben. Wie das letzte Mal passiert ist, ist das für Österreich nicht gut ausgegangen, das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Wir sehen dort auch einen Prahler, das stimmt, der, ja, und ich werde alles machen und putzen weg und zack, zack und diese Journalisten austauschen. Also das war ja auch schlussendlich dumm. Ja? Und zwar abgrundtief dumm in Wahrheit. Saudumm, ja. Oder vielleicht könntest du mir mal so Wörter liefern, die mir jetzt zu dem... Saudumm ist vollkommen in Ordnung. Ich will die Schweine aber nicht beleidigen. Bitte, das soll ich auch bei der Gelegenheit, weil sonst ist der Tierschutzvolksversprecher Kleinspruch. Aber noch einmal. Wir haben in der Republik Österreich 100 Skandale gehabt. Daumen mal Pi, ihr habt es 100 Mal drüber geschrieben, 1000 Mal drüber geschrieben, ältere Journalisten, die Granden des Journalismus berichten das aus den 80er Jahren, aus den 70er Jahren. Sie sprechen von den 90ern in Italien, das dann im Übrigen war es in den 70er bis 90ern, das stimmt, hat dann in der Aktion Manipoliti saubere Hände, ja. Das war die Aufarbeitung der Regierungstätigkeit von Giulio Andreotti, der Loge B2 etc., wie wir wissen. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Ja, in der Politik kann man auch in die Abgründe der menschlichen Moral und der Seele blicken. Aber nein, 100 Skandale legitimieren nicht, 100 Mal neu zu wählen. Weil dann hätten wir im zweiten Alter dieser Republik von 70 Jahren mittlerweile 100 Neuwahlen hinter uns. Sondern solche Skandale sollten staatstragende, seriöse Figuren an der Spitze des Staates, nämlich Staatsmänner oder Staatsfrauen, dazu motivieren, mit ruhiger Hand und seriöser Seriosität und gutem Gewissen durch eine Krise zu führen, ohne eine Parteienkrise oder eine Persönlichkeitskrise oder eine Regierungskrise, je nachdem, wie es will, zu einer Staatskrise werden zu lassen. Wir haben heute erstmalig seit 1945 eine Beamten- und Expertenregierung. Das heißt, wir sind in den letzten 70 Jahren offenbar von Wapplern regiert worden. Aber wenn es jetzt Experten sind, was waren die in der Vergangenheit, die letzten 70 Jahre? Ist ja auch sehr pfiffig, diese ganze Nummer. Wir haben einen Ausnahmezustand. Die vom Volk legitimierten Minister, die auf Wahllisten gestanden sind, die Mehrheit im Parlament hatten, sind staatsstreichartig gekickt worden und durch Beamte ersetzt worden. Bis auf die sogenannte türkise Regierungsmannschaft, der Lack ist aber auch ab, das ist die gute alte schwarze Tante ÖVP, die jetzt zum Vorschein kommt. Das enttäuscht mich. Und das beunruhigt mich. Das hat es noch nicht gegeben, das wird es hoffentlich in unserer Republik nicht geben. Der Wähler kennt die Absicht, er wendet sich ab. Denn das, was passiert die nächsten 6 Monate, nämlich nichts in Wahrheit, das hat ja der Bundeskanzler selbst gesagt. Also es dürfen keine Entscheidungen mehr getroffen werden, personeller Natur, keine Regierungsvorlagen, alles drum und dran nicht mehr. Heißt, der Bundeskanzler hat heute das Halali gegeben, im Parlament die freien Mehrheiten zu nutzen, was bedeutet, dass wir 6 Milliarden Euro Staatsschulden in Zukunft darüber mehr haben. Darüber sprechen wir gleich, das ist sehr ein gutes Stichwort, das ist die zweite Runde, über die wir gleich sprechen werden, nämlich was richtig vom Bundeskanzler in Neuwahlen zu gehen oder was falsch, hätte er es durchdrücken sollen. Und wie geht es jetzt vor allem weiter in Österreich, die nächsten 4 Monate, aber natürlich auch dann bei der Neuwahl und danach. Ganz kurze Pause, dann sprechen wir gleich weiter mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Zweite Runde, Sebastian Born-Mehner gegen Gerald Groß. Ja,
Seit Samstag wissen wir, es gibt Neuwahlen in Österreich. Seitdem wird gerungen, ob diese Regierung durchhält die nächsten 4 Monate oder nicht. Seit heute haben wir eine Expertenregierung. 4 Experten wurden ins Kabinett des Bundeskanzlers geholt. Wie siehst du die Entscheidung der Neuwahlen, Gerald Gross? War das richtig? War das falsch? Du bist ja der Meinung, dass Sebastian Kurz hätte weiter regieren sollen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, oder? Ja, ist meine bescheidene Meinung. Ja, aber wie hätte das tun sollen mit der FPÖ? Mit der FPÖ? Ja, natürlich. Der Vizekanzler ist zurückgetreten. Der Bundespräsident ernennt der Vorschlag des Bundeskanzlers einen neuen Vizekanzler. So ist es bereits in der Republik. Also du bist der Meinung, er hätte mit der FPÖ weitere Regierung natürlich, sollen. Es hat bereits in der Geschichte der Republik 400 Ministerwechsel gegeben oder 500 gut, oder 600. Das ist ja nicht einmal Skandal gezählt. Diesmal gewesen, oder? Ist normal. Naja, es ist ganz einfach. Sebastian Kurz hat das alte Regiebuch von Wolfgang Schüssel hergenommen und hat gesagt, gut, dann machen wir das wie im Jahr 2002, wer, wenn nicht er, kicken den Koalitionspartner vor die Tür, akzeptieren zwar zuerst Kickl, um dann am nächsten Tag Kickl doch abschießen zu wollen. Das Problem ist halt nur, solche guten Ideen gehen nur einmal auf. Und sie sind nur einmal aufgegangen, weil Wolfgang Schüssel ein durchwegs intelligenter, machiavellistischer Staatsmann war. Diesmal hat das Regiebuch Schüssel nicht funktioniert, weil die FPÖ auch geschlossen war. Ich erinnere daran, im Jahr 2002 war die FPÖ intern zerstritten, es mündete in Knittelfeld. Die Regierung war auch nicht sonderlich gut, Unfallrentenbesteuerung, Ambulanzgebühr, Eurofighter-Beschaffung etc., interne Kritik durch Herr Kaider aus Kärnten. Diesmal ist die FPÖ geschlossen wie selten zuvor. Die rotten sich zusammen, wenn ich diesen Ausdruck verwenden darf. Falsch gepokert, würde ich sagen, um nicht zu sagen, vergaloppiert. Mir tut es leid, die Bundesregierung habe ich sehr gerne gemocht und im Übrigen ihr beide seid der Beweis, dass ich, seitdem es diese Bundesregierung gibt, in diesem Studio Dienstag für Dienstag diese Regierung verteidigt habe. Und zwar beide, Kurz und Strache, ÖVP wie FPÖ. Das fällt mir jetzt langsam schwer, weil es die Regierung nicht mehr gibt, ganz einfach. Es ist legitim, Neuwahlen auszurufen. Jeder kann Neuwahlen ausrufen, jeder Pfarrgemeinderat kann von mir aus gewählt werden. Es ist parteipolitisch für mich auch nachvollziehbar, auch wenn es sich als Fehler herausstellt. Staatspolitisch war es verantwortungslos, das möchte ich bei der Gelegenheit sagen. Sebastian Bornmähler, war es richtig? Ja, natürlich war es richtig. Und zwar deswegen richtig, weil es eben nicht um einen Einzelfall geht, weil es nicht um zwei Köpfe geht oder den einen Regierungskopf und den anderen Clubkopf, Gudenus und Strache, sondern weil es hier um ein System geht. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche Rolle hat Kickl? Wir werden ein Kickl-Feld erleben in der FPÖ, das garantiere ich Ihnen. Welche Rolle hat Kickl im Jahr 2017 als Generalsekretär gespielt? Welche Rolle hat Harald Wilimski gespielt? Welche Rolle haben weitere führende FPÖ-Abgeordnete und Funktionäre damals also gespielt? Also du meinst, es war alternativlos. Er musste selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber das, was er gemacht hat daraus, das ist nicht alternativlos. Weil de facto haben wir jetzt eine ÖVP-Alleinregierung. Denn wenn man sich die Kabinette anschaut, und das ist ja, wer sich mit Politik ein bisschen beschäftigt, weiß ganz genau, Politik wird nicht von den Ministern und Ministerinnen gemacht, sondern von den Kabinettsmitgliedern. Sie waren ja selber so ein Kabinettsmitglied. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man sich die Kabinettsliste anschaut von den Experten, die da berufen wurden, die sind ja durch und durch türkis besetzt worden. Das sind Leute, die sind aus dem Kanzlerbüro direkt ins Ministerbüro des neuen Experten gewechselt oder aus der ÖVP und so weiter. Das heißt, wir haben de facto jetzt eine zu 100% von der ÖVP kontrollierte Regierung, die die letzten 6 Monate nichts anderes machen wird, als Message Control zu fahren. Die wird Steuergeld ausblasen für den Wahlkampf von Sebastian Kurz. Und das ist etwas, da muss ich tatsächlich Pamela Rendi-Wagner, aber auch jetzt Werner Kogler... endlich mit der Pamela Rendi-Wagner. Nein, aber da muss ich Ihnen recht. Nein, jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Darf ich kurz etwas sagen? Aber Sie haben doch die letzten 10 Minuten... Nein, eine strategische Aufstellung. Bitte, ja, aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Blicken wir voraus. Das, was war, wissen wir jetzt, was passiert ist. Es wird Neuwahlen. Doch, es wird Neuwahlen geben. Die wird es im September geben. Ja, jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Diese Neuwahlen im September werden darüber entscheiden, wie Österreich fortgeht und in die Zukunft geht. Die SPÖ hat bereits in den ersten Tagen dieser Neuwahlaufkündigung auch ihren ersten schweren Fehler gemacht. Sie haben Pamela Joy, Randy Wagner, die Speerspitze, die rhetorische, gegen die Regierung aufgestellt, statt dass sie es intelligent gemacht hätten und Tosko Ziel aus dem Burgenland nach Wien geholt hätten. Dann hätte die SPÖ nämlich wirklich eine Kanzlerchance gehabt. Die haben es nicht, also wieder versemmelt. Das werden wir sehen. Also, Herr Groß, das mit ihrer Pamela Joy, liebe. Was hätte der Kurz tun sollen, deiner Meinung nach? Na, eben, ja.
Was waren seine Optionen? Na, die Option ist auch, dass man das komplett zurücktritt, diese Regierung auch die Verantwortung übernimmt. Du meinst, er hätte als Kanzler zurückgetreten sollen? Entschuldige, es ist seine Regierung. Was man nicht machen kann, ist, dass man zuerst wieder besseren Wissens, wieder der gesamten Warnung der Bevölkerung und aller anderen Parteien im Parlament, eine Regierung einzugehen mit einer Truppe von Menschen, die offensichtlich nur die persönliche Bereicherung im Vordergrund hat und nicht das Interesse der Republik. Wir haben das 1,5 Jahre lang durch Dutzende Einzelfälle, durch unglaublich viele Andeutungen, BVD-Skandal, entschuldige bitte, das ist ein FPÖ-Skandal, das muss man sich anschauen. Da sind Sachen passiert, da sind Sachen passiert in dieser Zeit, in den letzten 1,5 Jahren, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt auf einmal, hat der Strache ein Video, kommt in einem Video vor und um Gottes Willen, die so ministrable FPÖ ist jetzt auf einmal nicht mehr ministrabel. Nein, das war sie noch nie. Und deswegen muss Sebastian Kurz die Verantwortung übernehmen, wenn die Leute, die er an die Macht geholt hat, jetzt Österreich verraten, dann muss er auch den Kopf dafür hinhalten. Ja, und was nicht geht ist, eine Sekunde. Das heißt, die SPÖ soll dem Misstrauensantrag zustimmen am Montag? Ja, ich finde, die SPÖ sollte das machen. Warum? Weil die SPÖ nicht zuschauen sollte, wie die nächsten 6 Monate eine ÖVP-Alleinregierung Marketingmillionen auf Steuergeldkosten ausbläst, um sich die absolute zu holen. Also jetzt darf ich Ihnen Folgendes sagen. Reden Sie mit den Menschen in diesem Land. Die waren stolz auf diese Regierung. Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher waren stolz, dass diese Regierung sehr viel weitergebracht hat. Österreich war bis vor einer Woche geachtet. Heute lacht die Welt darüber, über diese Staatskrise, die wir erlebt haben. Ich rede mit sehr vielen Leuten, mit sehr vielen bürgerlichen Wählern, mit Wählern der FPÖ, der ÖVP, die alle sagen, wir waren mit dieser Regierung zufrieden. Und es ist schade, dass aus der moralischen Verwerfung 2 Einzelpersonen aus dem Jahr 2017, wo sie nicht einmal in der Regierung waren, eine Krise für 8 Millionen Österreicher wird. Und dass das nicht besonders professionell ist von der Amateurliga, die im Kanzleramt gerade derzeit sitzt. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ich war daher der Meinung, dass man weiter regieren sollte. Ja? Dass auch nach diesem Skandal, nach diesem Ibiza-Gate, nach einem Regierungswechsel, nach einem Personalwechsel, ein Weiterregieren durchaus möglich gewesen wäre. Ja? Und das wäre auch staatspolitisch vernünftig gewesen. Und nur weil 5000 Leute vom Kanzleramt sprechen, frei nach Karl Marx auch Lumpenproletariat genannt, die pfeifern und schreien und alles drum und dran, gegen keine Regierung und kein Land in die Luft sprengen, das tue ich nicht. Das wäre verantwortungsvoll gewesen. Und ich komme jetzt nur mal zurück zu den Chancen der einzelnen Parteien. Ich sage es noch einmal, die SPÖ hat schon wieder ihren ersten schweren Fehler gemacht, dass sie nicht ihr bestes Pferd im Stall in die Arena geschickt hat, nämlich Doskozil aus dem Burgenland, sondern glaubt mit Pamela Joy Randy Wagner ihr Auslangern zu finden. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes, weil Sie vom Misstrauensantrag sprechen. Ich prophezeie Ihnen jetzt etwas und ich wette mit Ihnen 50 Euro. Ist das in Ordnung? Nein. Doch, die SPÖ wird am Montag beim Misstrauensantrag die Ersten sein, die Schleppenträger des Herrn Kurz sind, und den Misstrauensantrag nicht unterstützen. Denn in Wahrheit wird an der Großen Koalition gebastelt, seien wir uns doch ehrlich. Und da gibt es ganz andere SPÖ-Granten, die Frau Pamela Joy-Randy Wagner hat dort gar nichts gezogen in der SPÖ. Da gibt es die alten Gespenster, die alten großkoalitionären Gespenster bei ÖVP und SPÖ. Die, ja, das weiß ich, dass Sie das super finden, aber ich finde es nicht super, für unser Land, dass der Stillstand unterstreiten würde, wenn unser Land kommt. Dafür habe ich aber nicht Ihre den Freunde. Aber Herr, wir haben gesehen im Video, was Ihre Herr Freunde Dr. für den Geisteshaltung dafür habe ich nicht den Herrn Kurz gewählt, dass er das Land wieder in eine große Koalition führt. Seit wann haben Sie den Kurz gewählt? Das sagen Sie jetzt, weil es gerade am Vogue ist. Ich habe damals meinen Wahlzettel fotografiert. Ich kann Ihnen gerne meinen Wahlzettel fotografieren. Sie machen seit 1,5 Jahren die Sprechpuppe vom HC Strache. Jetzt, wo er gefallen ist, wollen Sie auf einmal ein Kurz-Jünger sein. Na, mir ist klar, dass Sie wollen, dass diese Partei in der Regierung bleibt. Aber Herr Gross, ich wünsche mir eine großkoalitionäre Regierung. Warum? Weil die Sozialpartnerschaft, die dieses Land groß gemacht hat, eine ganz andere Form von Politik lebt, als das, was HC Strache und Ihre Freunde da aufgeführt haben auf Ibiza. Ja, schön. Herr Dr. Bornmänner, im Gegensatz zu Ihnen weiß ich ja noch, wen ich gewählt habe. Bei Ihnen ist es ja nicht so sicher, weil Sie sind ein Chamäleon, ein parteipolitisches Minister. Jetzt kommt schon wieder die alte Kiste. Also jetzt kommt wieder die alte ein Streifenhörnchen. Ja, weiß, ja, schwarz, genau. Rot, ja, Sie sind ja mit Ihrem Bauchladen, genau. Bringen Sie alles mit. Das sagt gut, der Heider Jünger. Das, dazu, das ist zum Spaß, zum Spaß und zur Einleitung. Ich sage Ihnen noch einmal, und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, die Sozialdemokratie wird den Steigbügelhalter der ÖVP für eine große Koalition machen. Aber die Wähler aus 2017, die den Herrn Kurz gewählt haben, neuer Stil, keine große Koalition, weg mit dem rot-schwarzen Mief, das neue Team, Team Kurz etc., diese Wähler werden es nicht verstehen. Und jetzt wird man die EU wohl noch abwarten am Sonntag, ja?
das wird man auch über die Bühne gehen lassen. Und am Montag wird Heureka. Und wenn ich mir im Übrigen dieses Expertenteam anschaue, ja, 3 Rote schon nominiert. Okay. Ein ehemaliger sozialistischer Gemeinderat aus Brunn am Gebirge, der jetzt Sozialminister ist. Der bei Sozialminister Jolly Heson bereits in die Lehre gegangen ist. Ja? Dann die nächste von der ÖPP, auch eine in der Wolle gefärbte Rote. Also das sind ja schon die Vorleistungen für eine große Koalition. Und das Wochwab aus, da gebe ich Ihnen recht, da schickt man dann ein paar türkise Politoffiziere in die Kabinette. Aber wissen Sie, was das ist? Das ist Strategie, das ist Machiavellismus, das ist Machtmissbrauch und hat mit Staatspolitik nichts mehr zu tun. Das sollten Sie sechsmal nicht bei den Kurzwählen kommen. Da haben Sie vollkommen recht, das werde ich auch nicht mehr tun. Also damit halte ich das auch gelüftet, nicht mehr dieses Geheimnis. Kurz, kommen wir zur Wahl, die jetzt ansteht. Und zwar am Sonntag haben wir ja auch eine Wahl, das geht manchmal ein bisschen in Vergessenheit, und zwar eine EU-Wahl. Wie dramatisch wird das denn für die FPÖ ausgehen oder auch nicht? Weil zuletzt schaut es ja eher eigentlich ein bisschen so aus, als würde die FPÖ wieder mobilisieren können und vielleicht doch besser abschneiden, als viele denken. Ja, das ist total spannend. Also was ich jetzt gerade in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen auch miterlebe, ist, dass es eine extrem starke jetzt erst Recht- und Solidaritätsstimmung gibt unter FPÖ-Sympathisantinnen und Sympathisanten. Ich glaube, dass es da einige gibt, die sagen, wir lassen uns da jetzt nicht irgendwie in ein gewisses Eck stellen und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass die FPÖ, ich glaube, im letzten Mal hatte sie 20-21% bei den EU-Wahlen. Man hat prognostiziert, dass sie massiv dazugewinnen wird. Ich glaube nicht, dass sie massiv dazugewinnen werden. Aber es wäre schon eine unglaubliche Überraschung, wenn es der FPÖ gelingt, die Stimmen zu halten. Und ich glaube, die könnten 19%. Das... 19%, ja. Ich glaube, das könnten sie sogar schaffen. Ich glaube, die wahre Sensation am Sonntag, wir werden ja auch am Sonntag da sein, das kommentieren, ich glaube, die wahre Sensation wird sein, dass die FPÖ es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sogar schaffen wird, ihr Ergebnis von vor 5 Jahren zu halten. Eine kurze Frage. Wir beide sind am Sonntag da. Das ist eine bösartige Drohung in Wahrheit. Gerald also Sebastian Zerassin war am Ende gesagt, die FPÖ hält das Ergebnis. Was sagst du? Ich glaube, dass die Österreichische Volkspartei ganz klar als Nummer 1 in die Ziellinie geht. An dem wird sich nichts ändern. Ich hatte bis jetzt die letzten Monate immer gesagt, dass die Sozialdemokratie auf 3. Platz zurückfällt. Das korrigiere ich heute. Auch ich mache Fehler. Ich sehe meinen Fehler aus 2017 auch ein. Mea culpa, aber... Gott verzeiht, groß nicht. Die FPÖ wird Dritter. Du glaubst nicht, dass ich glaube, die FPÖ wird Dritter, aber die FPÖ, und da stimme ich Sebastian Bornmähner mit ihm überein, da wird es keine Verluste geben. Es wird auch keine großen Sprünge nach vorn geben. Aber da hat es in den letzten Stunden und Tagen sehr viele auch bürgerliche Wähler gegeben, freiheitliche Wähler, die gesagt haben, und zwar jetzt nicht, jetzt auch zum Motiv, nicht wegen der Ibiza-Gate-Geschichte des Herrn Strache, sondern der ausschlaggebende Grund war in Wahrheit der Samstag, wo sich die Wähler hinter der FPÖ versammelt haben, wie man versucht hat, Kickl herauszuschießen, der nichts angestellt hat. Weil im Gegensatz zu Ihnen war ich einmal Parteichef, zwar nicht erfolgreicher, da gebe ich Ihnen recht, aber ich weiß, die Parteifinanzen macht nicht der Generalsekretär, sondern der Bundesgeschäftsführer und der Finanzreferent. Mit Verlaub gesagt, der Generalsekretär ist eine politische Funktion, der nicht einmal eine Rechnung zeichnen kann. Also dieser Versuch, Kickl herauszuschießen, ja, es war nicht die Aufkündigung der Koalition, es war auch nicht die Neuwahlen. Es war dieser Versuch, Kickl herauszuschießen, der der meist gehasstetste Politiker der Republik ist, aber wahrscheinlich auch der meist geliebteste, weil er am stärksten polarisiert. Gerald Groß, Sebastian Bornmähner, danke. War ein hitziges Duell, wie nicht anders zu erwarten. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann aber gleich wieder zurück hier bei Fellner Live und dann wird es... Ja, politisch eigentlich nicht mehr, aber es geht auch um eine Neuwahl und zwar um die Neuwahl der Miss Vienna. Die gibt es nämlich seit gestern, die wurde allerdings in Linz gewählt. Das war eine höchst skurrile Wahl, fast so skurril wie das, was sich derzeit in der österreichischen Innenpolitik zuträgt. Wir werden gleich mit ihr darüber sprechen. Kurze Pause und sind wir gleich zurück.